Hallo Leute, willkommen zu Clash Royale. Und naja, ich bin gerade ein bisschen frustriert, habe wieder gerade ein sehr tiefes Tief, habe aber auch natürlich Decks probiert, was ein bisschen doof ist, das in der Arena zu machen, aber ich finde Decks probieren in der Arena cooler. Ja, einfach gegen echte Menschen. Darum bin ich jetzt sehr, sehr abgezockt, wollte ich sagen, abgezogen, runtergerutscht. Wie auch immer, 14.22 ist katastrophal. Es gibt eine Free Chest, wir holen uns jetzt die Crown Chest. Ich konnte die Woche aber auch sehr wenig spielen. Hab abends versucht, halt immer die Crown Chest zu kriegen. Darum war ich eh schon low mit den Pokalen. Und jetzt gucken wir erstmal, wie wir da unseren Absturz noch ein bisschen abfangen können. Ich habe mir jetzt einfach mal ein Deck gebaut. Ich ziehe auch nichts, ey. Ein Deck gebaut, relativ einfach. Ich gucke mal. 3,4, ich bin eigentlich noch der Meinung, dass wir vielleicht eher das so machen. Und dann versuchen wir da mal mit zum einen unsere Chests voll zu kriegen, zum anderen dann auch wirklich um die Crown Chest zu kriegen. Ihr habt es vielleicht gesehen, ich bin bei 1900, also ich bin kurz vor Rathaus 8. Muss aber ehrlich sagen, hier mit meiner Spielweise momentan habe ich es irgendwie nicht verdient. Aber gut, ich kann mich nicht wehren. Rathaus Level 8. Wird kommen. Okay, da hinten macht er ein Poison hin, um den Tower wegzukriegen. Drache Level 3. Poison gegen Gebäude ist interessant. Die Goblins verrecken auch direkt. Finde ich gut. Merke ich mir. Ich werde jetzt auf dieser Seite mit Prinz und Drache pushen. Ich hoffe, das ist eine gute Idee. Der Frost ist gut gesetzt. Mal gucken, was bei mir überlebt. Nix. Also, schlechte Idee, was ich gemacht habe. Das gibt's doch nicht. Stirb schon. Also hier meine Hütte. Echt schlecht. Ich sollte einfach mit meinem Standarddeck spielen und nicht experimentieren. Also der Tower hier ist schon sehr, sehr hart angeschlagen. Ich werde die Tesla... Ich spiele mal ein bisschen... Okay, Prinz gegen Prinz. Dann nehme ich die Tesla dazu. Wir sterben. Warum ist denn sein... Ich weiß gar nicht, wie viel Damage der Feuerball gegen den Drache macht. Genug. Ich weiß nicht, ob er will, dass ich... dass ich hier pushe. Okay. Er geht mir echt auf den Senkel mit seinem... Kram da, ne? Okay, meine Hütten zahlen sich jetzt aus, hoffe ich doch. Oh, ich hoffe nicht, dass er das mit dem Poison runterkriegt. Sudden Death. Und der Feuerball sollte jetzt, das gibt's doch nicht. Komm, Prinz. 105. Ein Pfeilhagel. Wow. Ja, kannst du aber auch sagen. Das habe ich ja auch gerade gesagt, ne? Oh, eine Goldchest, nice. Im Übrigen, ich habe ein Loot-Chest-T-Shirt an. Wie spät haben wir denn? Dann machen wir die direkt auf. Ein Loot-Chest-T-Shirt an, weil die Loot-Chest kommt ja bald wieder. Wir probieren das Deck auch nochmal. Ich weiß, viele Leute hassen Hüttendecks. Das ist jetzt hier kein Hüttendeck, da ist nur eine Hütte drin. Aber ich könnte mir auch mal ein Hüttendeck bauen. Das ist jetzt so hier die Frage. Okay.
Okay, er kommt. Okay, okay, okay. Interessant. Interessant. Überall Action. Komm, Pfeilhagel. Haust du auf die arme Hütte drauf? Okay, interessant, interessant, was da jetzt eben für ein Action war. Ich lasse, denke ich, meinen Prinz noch ein bisschen versteckt. Und es setzt gleich noch die nächste Hütte. Okay, er will es aber direkt wissen. Dann, ich habe leider kein nix grad anderes zum Verteidigen. Okay. Okay, sie verrecken einfach, die Goblins. Zack, zack, zack. Und jetzt habe ich sogar die Möglichkeit, den Drache da mit dazu zu nehmen. Mach ich mal. Hauptprinz. Ja, jetzt haben wir Goblins und Drache gegen einen anderen Drachen, Level 3. Hallo, hier solltet ihr hinfliegen, Leute? Okay. Jetzt muss ich leider das so machen. Wieder ein bisschen sparen, wir haben Doppel-Elixier. Platziere hier mal den Fireball. Und jetzt hätte ich gern... Will ich die Hütte oder den Prinz? Nein, ich will den Prinz. Geht das hier wieder genauso los? Er hat die Witch noch gar nie gespielt gehabt. So irgendwie, dass es alles trifft. Oder vielleicht auch gar nichts. Wow, das war ja ein Monsterspeer. 18 Sekunden. Heißt, wir platzieren hier die Hütte. Tesla. Okay, well played, da kann ich nichts mehr machen. So ein Spasti, warum lacht er? Spiel normal, Junge. Minus 30. Und ich stehe schon so scheiße. Okay, er braucht noch eine Kiste. Ein Tower down. Ich hab's echt, ich bin momentan echt frustriert. Ich hab's nicht verdient, mit meinem Rathaus jetzt 8 zu kommen, weil dadurch kriegt man ja einen Boost so oder so, aber weil ich so viel Decks und so weiter ausprobiere. Okay, ist nur Level 1. Ich nehme mal einmal den Drachen dazu und dann hier Speergoblins. Er hat einen Level 2 Drache noch da und einen Magier. So. Hütte steht noch und ich kann gleich die nächste Hütte bringen. Also auch wenn ich jetzt nicht Hütten spammen will, aber wenn ich doch die Chance habe, dann machen wir das doch. Eigentlich will ich da jetzt den Prinz platzieren. Schade, ich hätte gerne den Drachen noch mitgenommen. Okay, der verreckt aber da. Sehr schön. Wir haben noch nichts verloren. Er hat schon ein bisschen was verloren, aber eigentlich jetzt nicht der Rede wert. Ich spare jetzt. Weil ich den Prinz bringen möchte. Ich befürchte, dass er gleich mit seinem Bombenskelett kommt. Okay, er kommt mit seinem Riesen. Riese und Bombenskelett da drin. Okay, er will wahrscheinlich, egal wie, sein Magier ins Spiel bringen. Der macht jetzt halt auch echt guten Damage. Na,
Ich habe immer noch nicht wirklich jetzt gut Damage gemacht, aber ich platziere mal die Hütte, dass wir wenigstens hier oben noch ein bisschen, na, da kommt Bombenskeletti. Bin echt am Überlegen, ob ich... Okay, mit Riese zusammen. Ich habe das jetzt eigentlich hauptsächlich den Pfeilhagel erstmal gespielt. Stehen bleiben, alle stehen bleiben. Oh. Das ist viel, was hier ist. Jetzt ist Bombenskelett hier direkt bei uns, was sehr schmerzhaft für meinen Tower ist. Schade. Okay. Ich verliere das. Okay, das Deck gefällt mir nicht. Nö, well played. Das Deck fällt Gedeck vor allem. So, jetzt machen wir mal unser normales Deck. Echt nervig. Macht mir bitte gute Deckvorschläge, was mir gefällt. Wenn ich muss, ich zimmere ich mir gleich nochmal ein ganz neues. Ich könnte jetzt nochmal Schwein-Minion spielen. Okay. Mal gucken, was hier jetzt so passiert. Spielt er etwa ähnlich wie mein Deck? Ich werde das hier erstmal alles blitzen, dass einfach nicht so viel darum kommt. Und dann mit den Barbaren die Witch töten. Und jetzt werde ich wahrscheinlich... Ah ne, das bringt mir nichts, wenn ich den Tower spiele. Handy macht prüp. Okay. Ich spare wieder. Meine Witch habe ich ihm noch nicht gezeigt. Okay, er ist also doch ein Hütten-Spammer. Ich mach das mal, obwohl, ah, schade, seine Witch kommt. Ist jetzt halt schade, damit habe ich nicht... Okay, so ein bisschen Damage kriegen wir schon rauf. Mal gucken, ich hoffe, dass wir... Oh, eine Valkyrie, die hatte ich noch gar nicht jetzt da drin gesehen. Wo ist mein Zepp? So ein bisschen in der Mitte Schwein. Dann denke ich... Ah, schade, voll gegen die andere Hütte, aber das könnte noch lang... Das müsste lang für den Damage, den wir brauchen. Witch, geh doch gegen die Hütte. Puh. Well played. Puh. So, die Crown Chest. Auch egal, so niedrig wie wir sind. Vielleicht kommt ja mal was. Vielleicht kommt ja mal was. Silver Chest erstmal. Ich kann ja immer noch den mal kriegen. Also komm, lass doch einfach mal was Gutes drin sein. Einfach zwei Gems, zwei Bombenskelette, eine dumme Rakete. Okay, Mini-Packer, den kann ich aufleveln. 18 Goblins. Ich krieg da nichts. Ich auch bin endlich wieder Arena 7.
Ich habe voll den Lauf. Läuft bei euch, Leute. Ich habe voll den... Oh, meine Fresse. Darf man sich gar nicht angucken. Das darf man sich gar nicht angucken, wie schlecht ich bin. So, ich überlege gerade, ob wir mal wieder ein bisschen anderes Deck spielen. Und... Ich würde ja gerne mal was Trickreiches. Hey, wenn ihr ein gutes Deck habt, so mit Freeze oder Spiegel und Goblin Fass. Warte mal, wenn ich jetzt hier einen Spiegel reinnehme, was passiert denn dann? Lass mal gucken. Ich habe den noch immer noch nicht gespielt, den Spiegel. Na komm. Wir probieren's mal. Ich bin gespannt. Okay, er hat mehr, weniger Pokale wie ich. Ich bin gespannt. Also wir versuchen jetzt mal Doppelschwein. Heißt aber, ich muss... Was bringt er da hinten? Valkyrie. Das ist interessant. Gegen einen Drachen, den ich gespielt habe, bringt er Valkyrie. Okay, da habe ich jetzt den Spiegel. Dafür musste ich jetzt den Magier spielen. Aber nein, also ich spiele hier das Schwein und hier... Oh, ach, schach. Das ist ein... Seit wann gibt's denn die dummen X-Bow-Fuzzis noch? Komm, stirb, X-Bow. Okay, wenn ich probiere, mal Doppelfass. Doppelfass, so. Ich muss tatsächlich sagen, ich denke aber, dass ich gegen X-Bow-Deck recht gut... Darum hat er die Valkyrie dabei, dass er sie den Boden quasi beschützen kann. Ist die Frage, ob ich den dann mit dem Deck hätte an seiner Stelle. So, jetzt... Spielen wir wieder Schwein. Und ich wollte mal Doppelfass probieren. Das heißt, ich muss erst das Fass spielen. Und direkt das nächste Fass. Dann habe ich seine Pfeile halt gezogen. Okay, weiß ich nicht, ob das so prall jetzt ist. Irgendwie, es läuft zwar anders, wie ich jetzt gedacht habe, aber es ist halt ein echt, ich gebe ihm halt echt viel Druck. Gut, wobei das hier jetzt so ein X-Bogen-Deck jetzt irgendwie ein Deck ist, wo ich sag, weiß ich nicht, ob das jetzt so noch up-to-date ist, ne? Einfach nur jetzt ein paar Einheiten hin platzieren, dass er meinen Tower dann doch nicht mehr down kriegt. Okay, das ist ein Deck, das werde ich tatsächlich mal probieren. Gucken, was so dabei rumkommt. Oh, ich kann noch eine Crown Chest kriegen, weil ich die gestern nicht abgeholt habe. Jo, Leute, werde ich mich aber ranmachen, aber nicht mehr heute im Video. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat ein bisschen gefallen. Ich... Jo... Würde ich fast auch sagen. ja, ich habe voll den nach unten Lauf. Ich probiere das Deck noch ein bisschen weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht mir gerne Deckvorschläge mit Spiegel. Ich möchte auch noch ein Golem-Deck. Das habe ich auch, den habe ich auch noch nicht benutzt. Aber jetzt probieren wir es erstmal hier. Ich danke euch. Wir sehen uns. Macht's gut, Leute.